Hallo, es geht um die Exponentialfunktion und deren unglaubliches Wachstum. Es wird gerne in der Literatur zur digitalen Revolution illustriert mit einem Schachbrett. Ein Schachbrett hat 64 Felder und der Erfinder des Schachbretts wollte für seine Erfindung belohnt werden durch Reiskörner. Und zwar die Idee, in das erste Feld ein Reiskorn und in das zweite Feld eben doppelt so viel Reiskörner und in das dritte Feld nochmal doppelt so viele Reiskörner und so weiter. Das war so die Idee des Erfinders des Schachbretts für seine Entlohnung in Form von Reiskörnern. Das klingt erstmal nach relativ kleinen Zahlen, nämlich 2 hoch 0 ist 1, 2 hoch 1 ist 2 und 2 hoch 2 ist 4. Das wären die ersten drei Felder. Es handelt sich also um eine Exponentialfunktion 2 hoch x. Und diese Exponentialfunktion 2 hoch x führt zu gigantisch hohen Werten. Wenn man jetzt nämlich alle Felder durchgeht und man zu 2 hoch 63 kommt, dann kommt zur Überraschung der meisten, wenn man jetzt hier mal schätzen lässt, wie hoch denn dieser Wert sein könnte, ein extrem hoher Wert raus, nämlich ein Wert, der 18 Nullen letztendlich hat. Das heißt also, hier bewegen wir uns im Bereich einer Trillion Reiskörner.